Hallöchen, meine Lieben, eure Dina hier. Ich kann euch einfach nur sagen, es ist zum Mäusemelken, zu verrückt werden, zum wahnsinnig werden. Ich weiß auch nicht, was einfach wieder mal los ist momentan. Ja, ich weiß echt nicht, was los ist momentan. Ich muss euch etwas berichten. Und zwar habe ich mir mein Sprunggelenk kaputt gemacht. Mehr oder weniger kaputt. Also scheinbar habe ich noch Glück im Unglück gehabt. Zumindest sieht es aktuell danach aus. Aber naja, wirklich viel machen kann ich aktuell nicht. Ja, was ist passiert? Ich bin eigentlich nur hier draußen rumgerannt. Ich habe meinen Sohn und meine Tochter am Spielen. Auf einmal fing er an zu weinen. Dann wollte ich halt hin und musste eigentlich hier nur runtergehen. Und da ist so eine kleine Kante in einer Stufe quasi. Und da bin ich mit dem halben Fuß drauf. Und war dann mit dem halben Fuß quasi unten und bin dann umgeknickt. Und dann hat es laut Knack gemacht und ich lag auf dem Boden. Das tat ganz schön weh. Und das Blöde ist, ich bin also mit dem Sprunggelenk komplett umgeknickt. Hab mich dann erstmal wieder hier auch in Richtung Tisch und wo ich mich hinsetzen konnte, zurückbewegt. Und mein erster Gedanke in dem Moment, wie das passiert ist, war einfach nur, nein, das darf nicht wahr sein. Wenn das jetzt im Arsch ist, wenn der Fuß jetzt kaputt ist, dann hast du ein riesengroßes Problem. Ja, jetzt sieht es so aus, dass ich mir wohl mein Sprunggelenk verstaucht habe. Glücklicherweise, so wie es jetzt zumindest aktuell aussieht, ist da nicht mehr drin kaputt. Also es ist auf jeden Fall nichts gebrochen. Wenn das halt komplett überdehnt, aber scheinbar nicht gerissen. Das ist ja schon mal soweit gut. Aktuell habe ich halt einen Verband drum, der das Ganze stützt und macht regelmäßig Salbe drauf und das alles ist Voltaren. Und es ist halt dick, es ist blau und es tut auch ein wenig weh, aber ich kann meinen Fuß benutzen. Also ich kann damit auftreten, das Gelenk ist jetzt nicht instabil, wie man so sagt, wenn die Bänder kaputt wären. Sprich, ich kann es auch in alle Richtungen bewegen und das alles und das eigentlich auch relativ schmerzfrei, glücklicherweise. Aber ich muss das Bein halt komplett entlasten und schonen und sprich die ganze Zeit immer das Bein hochlegen, damit es auch nicht allzu dick wird und kühlen und alles drum und dran und Es ist mal wieder typisches Glück einfach nur. Das muss man natürlich dazu sagen, das ist natürlich perfektes Timing. Denn wie ja einige mitbekommen haben, stehe ich jetzt gerade eben kurz vorm Umzug. Weil ich ja quasi diesen Monat anfangen muss, alles zu packen. Im Juni ist der Umzug. Bis zum 31. Juni muss ich raus sein. Da kommt Bella. Und das ist natürlich wieder einmal perfektes Timing. Also nicht nur, dass ich jetzt mit den Pferden nichts machen kann, weil gerade mit Dingen großartig jetzt auch spazieren gehen oder irgendwas ist halt nicht, weil ich darf ja jetzt nicht viel laufen. Und vor allem habe ich den Umzug vor mir. Das heißt, es war mal wieder einfach nur perfektes Timing. Und deswegen habe ich in der ersten Reaktion auch nur gedacht, bitte lass es nicht gebrochen sein oder sonst irgendetwas. Sondern bitte lass es wirklich einfach nur verstaubt sein oder so. Ja, scheinbar habe ich wirklich Glück gehabt. So ist das nun mal, ja. Das Leben hat manchmal komische Dinge für einen bereit. Ich muss jetzt erstmal so die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall das Bein schonen. Dann mal schauen, wie es aussieht. Und ich hoffe, dass bis dahin das meiste weg ist, sodass ich dann hier für den Umzug endlich starten kann, richtig. Weil das natürlich auch noch wichtig ist. Aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Es ist halt einfach nur ein bisschen ärgerlich. Ach und so, als ich losgerannt bin, meinem Sohn war übrigens nichts passiert. Er hat nur geheult, weil seine Schwester ihm das Spielzeug weggenommen hat. Also es war noch nicht mal ein Notfall. Aber wenn man sowas hört und ein Stückchen weg ist, dann will man halt schnell hin und dann achtet man nicht unbedingt darauf, was da so eine blöde Kante ist. Ja, ich habe jetzt Schuhe an, weil ich jetzt gerade draußen bin. Ich habe jetzt hier halt aktuell einen Verband drum, der das Ganze stützt. Und den mache ich halt ein paar Mal ab und mache dann wieder neue Salbe drauf. Das ist irgendwie zum Glück das linke Fuß, das heißt, ich kann auch noch Auto fahren, das ist zum Glück. Weil ich brauche ja hier unbedingt ein Auto. Von daher, da habe ich doch noch mal ein bisschen Glück und Unglück gehabt, dass es nicht der rechte Fuß war. Jetzt meinen Fuß hochlegen und das Ganze einfach so ein bisschen ausruhen. Ja, wie ihr seht, immer wieder etwas Neues in meinem Leben. Ich meine, ich hätte darauf gut und gerne verzichten können, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich hätte mir das ehrlich ersparen können, aber da macht man nichts, ne? Ich muss auch in meinem Leben dazu sagen, ich habe noch nie etwas gebrochen gehabt. Ich habe da wirklich bislang immer, toi toi toi, Klopf auf Holz hier, so. Ich habe da wirklich bislang immer mega Glück gehabt. Ich habe mir noch nie richtig was gebrochen. Aber irgendwann wird eventuell auch das erste Mal sein, ne? Aber zum Glück nicht dieses Mal. Zum Glück ist dieses Mal alles so weit noch, ne? Nichts Schlimmeres. Ich komme mit dem Verband aus und ein bisschen schonen und alles, und dann sollte das eigentlich durch sein, schnell. Würde mich aber interessieren, ob sich von euch jemand schon mal was gebrochen hat. Ich meine, das kann ja manchmal echt schneller gehen, als man gucken kann, ne?
Also ich kenne auch einige Leute, die sind einfach nur gestolpert und hingefallen und haben sich dabei den Arm gebrochen. Kann leider, wenn man blöde aufkommt, echt schnell passieren. Und ja, gerade auch beim Reitsport, ne? Schnell mal eben runtergefallen vom Pferd und dann kann man sich auch schon mal ganz böse wehtun. Aber da habe ich bislang immer Glück gehabt. Und was ich natürlich noch sagen muss, auch wenn das jetzt alles so passiert ist und das alles, ist natürlich alles doof, aber es gibt natürlich einfach eine riesengroße Freude. Und zwar sind wir jetzt über 20.000 Abonnenten in diesem Channel und das freut mich natürlich riesig. Das ist so eine riesengroße Zahl. Und ja, freut mich, dass ihr alle dabei seid und dass ihr auch immer alle fleißig am Kommentieren seid. Und ja, ich freue mich einfach mega darüber und freue mich auch immer, eure Sachen zu lesen. Und ich werde aber auch nochmal so ein kleines, besonderes Schmankerl, sobald ich wieder ein bisschen mehr laufen kann, machen zu den 20.000. Das habe ich nicht vergessen, das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber ich wollte jetzt in diesem Video auf jeden Fall auch schon mal vielen, vielen Dank sagen an euch. Ihr seid einfach grandios. Ja, das ist quasi als kleines Update einmal, was jetzt gerade eben los ist. Eigentlich ja, wollte ich was mit den Pferden machen jetzt am Wochenende, Montag. Wollte euch das im Video aufnehmen, dann bin ich halt gestürzt. Dann war der ganze Plan jetzt hinfällig, also wundert euch bitte nicht. Ich hoffe halt, dass ich echt wieder schnell fit bin, gerade wegen Umzug und auch wegen den Pferden. Die werden natürlich so versorgt, aber jetzt muss ich was mit denen machen. Geht halt nicht, weil ich halt nicht viel laufen kann. Aber ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut und schauen wir einfach nach vorne, wenn wir das auch schon hinkriegen. Und dann freue ich mich auch schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!